Mein Name ist Sharmila, Sharmila Hashimi. Ich bin aus Afghanistan geflogen und seit 2 Jahren wohne ich in Berlin. Ich wollte Bilal in die Schule anmelden und dann ich war im Amt und sie haben gefragt, welche Schule musste Bilal besuchen. Dann habe ich Gasweg-Schule geschrieben. Dann ich sehe, dass die Frau hat gelacht. Und dann habe ich gefragt, warum. Und dann sie mir erzählt, dass Gasweg-Schule ist nur ein Plakat für die Autos. Für mich selber Pressefreiheit ist ein Recht für alle Leute in der Gesellschaft und speziell dem Medium haben das Recht, dass Informationen über alle Themen für die Leute zu sagen und zeigen. In Afghanistan, ich habe als Journalistin gearbeitet, meistens als Radiojournalistin. Zum Beispiel gibt es viele politische Themen, das dürfen nicht die Leute einfach darüber berichten oder sprechen einfach über die Religions-Themen, über die Frauen-Themen, über die vielen sexuellen Themen darf man nicht einfach darüber sprechen. Das ist gefährlich. Die Bedrohungen waren immer verschiedene. Zum Beispiel, ich war auf der Arbeit, ein Telefon, Privatnummer, hallo, hey, weißt du, wo ist dein Sohn? Oh mein Gott, schnell zum Kindergarten und wo ist mein Sohn? Denn mein Sohn war da. Aber es ist sehr leicht, etwas zu machen in Afghanistan. Eine ausführliche Sicherheitskontrolle durchgeführt hatten, durften die Passagiere an Bord des Flugzeuges gehen. Aber am Anfang 2013 war es sehr gefährlich. Die Armee, USA, alles von Afghanistan weggehen, mussten wir, ich, mein Mann, alle von Afghanistan raus. Im Flughafen, ich und meinem Sohn im Flugzeug, aber mein Mann mit dem Polizei oder so, nein, weggepasst zurück. Er ist jetzt nochmal in Afghanistan und versucht, ein Visum durch Landwirtschaft zu kriegen und hier zu kommen. Aber weil er ist auch ein Journalist, ist es nicht einfach. Ich vermisse meistens meine Arbeit, mein Heimatland, meine Familie. Diese Dinge sind so viel, dass man vermisst immer über Heimatland. Ich musste ganze Nacht mit einer Freundin, mit einem Bekannten, einer Gruppe am Wochenende ganze Nacht sitzen, sprechen, kochen, essen. Aber es wirklich gibt nicht. Das ist eine große Wunsch, dass nochmal als Journalistin in Afghanistan arbeiten und auch ich möchte wirklich in Politik kommen und auch als Politikjournalistin arbeiten. Das ist mein großer Wunsch. Watan ishqtu iftikharam. وطن در رهت جان نسارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله‌زارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نسارم وطن عاشقم بر شکوهت بی از گل بود سنگ و کوهت وطن هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیار